Du darfst mal wenden und mal wegfahren. Oh weia, ist das eine Katastrophe hier. Eine große Katastrophe. Und hier drüben, wie sieht es jetzt hier aus? Hier hat es sich wieder halbwegs eingekriegt. Genau das ist eingetreten, was ich nicht wollte. Das hat sich hier wieder verbunden. Kann ich ihn. Kann ich doch bestimmt. Machen wir halt jetzt Taktik XY. Und setzen hier einfach wahllos ein Gleis hin. Sieht zwar nicht schön aus, aber damit verbindet sich die Straße wenigstens nicht mehr. So, übrigens, du darfst mal wenden. Weil jetzt hat sich das Ganze am Bahnhof halbwegs eingekriegt. Wer war eigentlich so schlau und hat hier eine Haltestelle gemacht und hier eine Haltestelle? Ach, der bedient die wahrscheinlich gar nicht. Ach so, der versucht jetzt immer einen Takt reinzukriegen und deshalb wartet er, bis der Bus weg ist. Und wieso fährst du jetzt nicht weiter? Wartezeit ist auf eine Minute maximale. Ach Leute. Das ist doch einfach nur ein ganz großer Haufen Mist. So, wie kann ich das am sinnvollsten entspannen? Buslinien, Mainburg 3, komm mal her. Eins geht weg. 1 geht weg. 14. Ich kann von hinten aufräumen. So, du fährst von hier aus. Hierhin. Hierhin. Und das war's. Dann geht's wieder zurück für dich. Damit das schon mal aufgelöst ist. Damit haben wir hier schon mal nur noch 2 Linien, die hier lang fahren. Auch wenn mir das eigentlich nicht gefällt, dass du dann hier auch durch die Straße fährst. Das macht das Ganze nur unnötig schlimmer. Gut. Dann fährst du schon mal da weg. Dann habe ich eigentlich nur noch die 2 Linien, die hier dann durch müssen. Und das sollte eigentlich so jetzt nicht weiter ausschlagen. Grün fährt hier die Runde. Das lassen wir mal schön. Die Runde lassen wir weg. Heißt, die 14 und die 13 gehen hier weg. Du fährst jetzt nur noch da oben hin. Und jetzt ist eigentlich nur noch hellgrün, also die Gelenkbusse, die einzigen, die hier unten dann langfahren. Damit sollte sich das jetzt entspannen. Hoffe ich doch. Hoffe, wie sie jetzt alle hier durchgurken. Wie die Wilden. Statt dass sie den Tunnel nutzen, ganz ehrlich, ich habe den Tunnel doch nicht umsonst gebaut. Pech gehabt, jetzt habt ihr einen Tunnel zu nutzen. Jetzt war's das mit hier, Brücke und so. Könnt gern hier hinten noch eine Brücke kriegen, wenn ihr das wollt. Aber hier ist ein Tunnel, der ist nicht umsonst da, meine Lieben. Nicht immer nur nach den einfachen, komfortablen Lösungen suchen, sondern auch mal den nehmen, der ein bisschen effektiver ist. So. Wie sich das hier komplett staut, einfach nur drinne. Gelenkbus raus, nächster Gelenkbus. Hallo, ich will dich. Dann dreh dich halt nicht. Oder lass dich nicht drehen. Du musst raus, damit es sich nicht so staut. Gleiches gilt für dich. So, ich glaube, jetzt habe ich das Ganze mal wieder entwirrt. System dahinter wieder. Gut, jetzt klappt das hier, wie es aussieht, auch mal wieder. Jetzt wird zwar der Bus ein Stück voller werden, weil die jetzt ja logischerweise nur noch hier hinfahren und dann die Umleitung nehmen müssen. So. Jetzt gucken wir mal, was wir hier an Straßen noch ein bisschen upgraden können. Ganz ehrlich, da entferne ich das Gebäude doch lieber vorher und mache dann hier eine
ordentlich große Straße hin. Hier müssten 11 Gebäude entfernt werden. Dass die sich alle immer so eng bauen, das ist so nervig. Guck mal, ich erweitere euch sogar hier unten die Straße auf groß. Auf großes Niveau. War auch nicht möglich. Ja, danke. Da könnt ihr hier unten ganz entspannt anfahren. Und müsst nicht mehr so durch die Stadt gurken. So, in dem Maße. So, hier kommt es jetzt wieder zum Verkehrschaos, weil hier noch so extrem viele Busse jetzt gerade fahren, hinten. In dem Gebiet. So, das ist auch noch angebunden. Hier unten das halt nicht mehr. Aber hier oben, das ist noch angebunden. Genau, das passt soweit. Dann gucken wir jetzt einfach spaßenshalber mal nach unserer Kohle. Mensch! Man hat sich eingekriegt und es klappt. Die Kohleproduktion klappt besser. Sie hat sich endlich mal eingekriegt und hat verstanden, warum sie Kohleproduktion ist. Worauf wartest du jetzt wieder? Losfahren wäre eine Möglichkeit. Gar nicht mal so eine schlechte. So, und jetzt gucken wir einfach mal nach Mainburg. Schwupp, schwupp und schwupp. Fahrzeugersatz. Fahrzeugersatz, Fahrzeugersatz. Wie viel können die Citarus? 33. Der hat 60. Der hat 18. Gut. Passagier will ich haben. Machen wir auf Pause. Damit das hier wieder so laut ist. Also nicht wieder so laut ist, so. 60 Kapazität. 60 Kapazität. 60 Kapazität. Sofort ersetzen. Ja. Sofort ersetzen. Ja. Sofort ersetzen. Ja. Danke. Da kriegen wir wenigstens ja auch mal ein paar Leute weg. Geht ja sonst gar nicht hier. Das ist ja sonst die reinste Katastrophe. Auch wenn andere Busse schön sind, aber wir brauchen hier halt was mit Kapazität. Und das ist in dem Moment halt einfach mal wichtiger. Es bringt mir ein schöner Bus, wenn er nicht ausreichend Kapazität für die ganzen Leute hat zum Wegtransportieren. Es bringt mir ja rein gar nichts. Wie habe ich hier eigentlich den Verkehr gelegt? Hoch, runter, hoch, runter. Bus Mainburg, komm mal her. Häuschen. So, liebe Leute, ihr bekommt jetzt hier wunderschöne, große, neue Haltestellen. Allerdings gehen dafür auch die 4 weg, die 10 weg, die 4 weg, die 8 weg. Nein, die 7. Ach, weißt du was, ich lege die Linie einfach neu. So, gucken wir mal. Hier oben, wir brauchen eigentlich hier hinten den. Hier muss er gar nicht so intensiv fahren. Ich mache jetzt einfach mal das gesamte Linienkonzept neu. In Mainburg. Raus da. Raus da. Was mache ich jetzt noch? Der Bus Mainburg 3, der fährt weiterhin da oben dann lang. Bus Mainburg 2. Bus Mainburg 1, fängt am Bahnhof an. Fährt dann hier runter, die Schlippe, die bleibt. Ne, die Poststraße kriegt er nicht. Die geht weg, die Haltestelle.
So, hält also hier dann an. Fährt dann hier an die schöne neue Haltestelle. Und hier unten natürlich dann auch neue Haltestellen. Sprich, der hat dann hier noch eine Haltestelle. Fährt dann hier noch rein und war's das. Sprich, nachdem du hier warst, fährst du dann hier ran, hier unten lang. Und warte mal, dich nehme ich nochmal weg. Dich nehme ich weg. Und du kommst dafür hier hoch. Sprich, du fährst dann hier oben ran, hier lang und dann hier oben rum zurück und bist dann da. Für die neuen kriegst du jetzt so verkaufen, verkaufen, verkaufen. So, hätten wir das erstmal. Übersicht. Du fährst jetzt also hier drüben lang und nimmst das mit. Dann kommt jetzt mein zweiter Bus zum Einsatz. Heißt also, ich kann jetzt hier die Haltestellen, die Haltestelle, die Haltestelle weg, die Haltestelle weg, die Haltestelle weg. Sind hier sonst noch irgendwo Haltestellen? Hier oben. Du kommst weg, du kommst weg. Sonst noch irgendwo freie Haltestellen? Hier, die kommt noch weg. Denn jetzt haben wir den Bus Mainburg 2. Du fährst jetzt vom Bahnhof aus. Und zwar vom zweiten Steig, fährst jetzt hier raus. Fährst dann hier runter. Nimmst hier die Haltestelle mit. Hier unten, das kann gerne so bleiben. Darfst auch hier ran. Und kriegst dann eine neue Endstelle dann hier unten. Sprich, du fährst dann hier ran und den gleichen Weg wieder zurück. Hier oben ran und bis dann oben. Und der Dreier, der fängt jetzt mal hier oben an. Das mache ich am besten hier. Darf hier lang fahren, hier lang fahren. Nein. Ich habe da oben die Haltestelle auch ausgewählt. Hier lang, hier lang. Dann machen wir das so. Eine Tour oben lang, eine Tour unten lang. Also die Hintour unten rum, die andere oben rum. Also nachdem du hier warst, schub, 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 fährst du dann hier oben lang. Dann über den Bahnhof hier lang. Hier vor. Schlechte Idee. Gibt es die Haltestelle also nur in eine Richtung oder wie? Nein. Nachdem du hier warst, fährst du hier hin. Nochmal neu. Marktplatz. Bahnhof. Hier lang, hier lang. Genau so ist richtig. Hier hin. So, und dann würde ich dich gerne hier. Genau, an der Birkenstraße fährst du dann hin. Und fährst dann hier unten rum zurück. Kriegst dann hier die Haltestelle. Fährst dann wieder zur Hauptstraße. Hier lang, hier lang. Hier noch hin. Hier ran. Bis da. Sprich, jetzt brauche ich entsprechend Fahrzeugeinsatz. Das mache ich von hier oben aus, weil ich setze jetzt hier oben ein zweites Fahrzeugdepot, damit ich hier keinen Trubel jetzt habe bei den Ausfahrten, weil das würde sonst schief gehen. Setzen wir einfach, Krümmung zu groß. Setzen wir einfach hier hin. Fertig ist. Die Linie 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 gehen jetzt auf die Linie 1. Mayenburg 1. Dann gehen 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 auf Mayenburg 2.
Und nochmal 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 auf Linie Mayenburg 3.